erzählt hier über, wir sind in Netphen, ne? Ja. Nicht, dass man das verwechselt mit Siegen oder sowas. Viel Gutes erzählt und überhaupt, ich war sehr viel unterwegs in letzter Zeit. Egal wo ich hinkomme, New York, Tokio, Moskau, überall sagen die Leute, ja gut, aber du warst auch schon in Netphen. Bisher musste ich gesenkten Hauptes verneinen, aber jetzt kann ich aufrecht gehen. Sagt das nächste Mal in Moskau, na klar. Ja, ich war wirklich relativ viel unterwegs und viel mit anderen Musikern auch. Und wenn man so eine Zeit lang zusammen auf Tour ist, dann ist das doch teilweise eine musikalisch sehr intensive Zeit oft. Und man beeinflusst sich natürlich gegenseitig, besonders dann, wenn die Kollegen eine Musik machen, die rhythmisch sehr intensiv ist. Und ich war auch ein paar Mal unterwegs mit Musikern aus Südafrika oder aus Madagaskar. Und nach so einer Tour solltet ihr mich mal durch die Stadt laufen sehen. Im nächsten Stück spiegelt sich das so ein bisschen wieder. Da gibt es also Rhythmen zu hören, nicht nur amerikanische und europäische Rhythmen, aber auch Rhythmen aus Südafrika und aus Madagaskar. Und das Stück heißt Crossing Roots.